Der Alexanderplatz. Kein anderer Ort Berlins hat so oft sein Gesicht verändert, so viele Revolutionen erlebt, so viel Neues hervorgebracht. 350.000 Menschen überqueren ihn jeden Tag. Der Alex ist ein Ort der Gegensätze. Fast jede Berlinerin und jeder Berliner hat seine ganz eigene Verbindung zu ihm. Der Alexanderplatz ist für mich Heimat. Hier ist ja auch alles der Hotspot von Berlin, würde ich mal sagen. Das ist mir hier zu chaotisch und zu unübersichtlich. Bunt, lebendig und viel Beton. I really like the variety of architecture. Und besonders diese Fernsehturm bringt Energie, gute Energie von oben. Früher handelte man hier mit Vieh. Heute ist der Alex einer der urbansten Orte der Stadt. Er wird immer mehr wieder absoluter Mittelpunkt von Berlin. Immer Lärm, immer Leben, immer Bewegung. Es ist aber auch was Unvollendetes. Und er ist natürlich der Hauptplatz in der Hauptstadt der DDR gewesen. Und hat an sich die Geschichte Deutschlands wieder gespiegelt. Der Alex diente als Film-, Serien- und Romankulisse und war häufig Schauplatz deutscher Geschichte. Wie bei den Märzkämpfen 1919 oder bei der friedlichen Massendemonstration im November 89. Ein Ort mit vielen Geheimnissen. Wussten Sie, dass Lessing und Kleist hier gelebt haben? Dass die Weltzeituhr durch ein Trabi-Getriebe bewegt wurde? Oder dass ein Teil des Alexanderplatzes heute in Schöneberg steht? Wie Berlin selbst verändert sich der Platz ständig. Wir zeigen das, was bleibt. Die Denkmale rund um den Alexanderplatz, die uns heute noch von seiner bewegten Geschichte erzählen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Rauhut und ich bin der Direktor des Landesdenkmalamtes Berlin. Wir stehen hier mitten auf dem Alexanderplatz. Heute ist er geprägt von DDR-Bauten. Für viele galt er deshalb in den 90er Jahren als ein Unort. Ein Verkehrsknotenpunkt ohne jeglichen Reiz. Es gab sogar Abrisspläne für viele Gebäude. Doch zum Glück wurde diese Architektur wiederentdeckt. Und auch die anderen Denkmale auf und an diesem Platz sind sehenswert. Deshalb wollen wir diese Ihnen heute zeigen und einen Blick in die Vergangenheit dieses Platzes werfen. Doch wo genau liegt eigentlich der Alexanderplatz? Für viele zählt das gesamte Gebiet rund um den Fernsehturm zum Alex. Doch der eigentliche Alexanderplatz liegt nur auf der nordöstlichen Seite der S-Bahn-Linie. Sie verläuft in etwa dort, wo im Mittelalter die Stadtmauer stand. Der heutige Alex befand sich also außerhalb des historischen Berlins. Genau hier an der Rathausstraße gab es ein wichtiges Stadttor Berlins Richtung Osten. Auf dem Platz davor wurde mit Vieh gehandelt. Im Volksmund hieß er deshalb auch Ochsenplatz. Heute kaum noch vorstellbar. Rund um den Alex nur Felder und Wiesen. Doch Berlin entwickelte sich schnell. Bald dehnte sich die Stadt aus und die Gegend wurde bebaut. Das Viertel rund um den heutigen Alexanderplatz nannte man im 17. Jahrhundert Georgenvorstadt. Nach dem Georgenspital mit Kapelle ganz in der Nähe. Auf dem Platz selbst entstanden Woll- und Textilmanufakturen, Gasthäuser und Kasernen. Besonders imposant war das 1758 gebaute Arbeitshaus, in dem Obdachlose, Kleinkriminelle und Bettlerinnen und Bettler leben und arbeiten mussten. Es befand sich in etwa dort, wo heute das Einkaufszentrum Alexa steht. Immer wenn heute ein neues Haus gebaut wird, kommt zuerst die Archäologie zum Einsatz und entlockt dem Berliner Boden Geheimnisse, bevor die großen Bagger anrollen. Thorsten Dressler ist Archäologe und hat die Grabung auf dieser Baustelle am Alexanderplatz geleitet. In den letzten Jahren gab es immer wieder große Baustellen am Alexanderplatz, die auch archäologisch begleitet worden sind. Was findet man, wenn man hier gräbt? Vergessene Friedhöfe, das war sozusagen unser erster Meilenstein. Wir haben zwei Friedhöfe hier angetroffen, die
Überreste geborgen, über 1000 Gräber. Und bei dem Friedhof ist es nicht geblieben. Wir haben Fundamentreste der Georgenkirche angetroffen, das Schützenhaus und das Grand Hotel ist 1884 errichtet worden. Zuvor stand der Stelzenkrug hier. Das war eine Gaststätte, das war eine öffentliche Einrichtung von dem König gestiftet. Aber die Berliner in ihrem Volksmund, es waren halt viele Kriegsinvaliden dabei, die auf Krücken Stelzen gingen. Und dann bekam es den Namen Stelzenkrug, weil es hier immer klapperte. Aus der Grabung, die hier stattfand, haben Sie uns ja etwas mitgebracht. Ja. Was ist das? Also ich fange mal mit dem größten Fundobjekt an, das Straßenschild Neue Königstraße. Wäre jetzt für sich, sagen wir mal, nicht so die Sensation, für uns Archäologen aber doch. Die Neue Königstraße verlief hier vor dem Saturngebäude, wo die Straßenbahn durchfährt, dadurch. Und wir haben sogar die Hausnummern hier drauf gehabt und aus den letzten Kriegstagen sogar Einschusslöcher. Also auch der Zweite Weltkrieg hat seine Spuren mehrfach hinterlassen. Die Bezeichnung Neue Königstraße kommt nicht von ungefähr. Nachdem sich Kurfürst Friedrich III. 1701 zum König in Preußen krönte, zog er unter großem Jubel der Berliner Bevölkerung über den Alexanderplatz in die Stadt ein. Aus dem Georgentor wurde das Königstor und die anschließende Straße zur Königstraße. 1780 wurden hier die Königskolonnaden fertiggestellt. Zwei spätbarocke Säulengänge, die einen repräsentativen Eingang ins Stadtzentrum bildeten. Sie gibt es noch heute. Allerdings nicht am Alexanderplatz, sondern im Schöneberger Kleistpark. 1910 bis 1911 wurden sie in den damaligen Botanischen Garten umgesetzt. Denn am Alexanderplatz brauchte man die freie Fläche für das Warenhaus Wertheim. Wenn man heute durch die Kolonnaden läuft, kann man sich gut vorstellen, welche Wirkung diese prachtvollen Bauwerke auf die Berlinerinnen und Berliner hatten. Die streng symmetrische Säulenarchitektur aus Seehauser Sandstein beherbergte damals Verkaufsstände. Bald wurden die Königskolonnaden zur beliebten Flaniermeile. Die Kolonnaden überdauerten beide Weltkriege. Wohl auch, weil sie nicht auf dem Alexanderplatz standen. Von vielen anderen historischen Bauwerken auf dem Platz gibt es nichts mehr zu sehen. Fast nichts. Links und rechts von dem Schild, haben wir das mal ausgebreitet, ist das Geschirr aus dem Grand Hotel, aus dem Speisesaal. Das hochwertige Geschirr, Näpfchen, Teekannen, Schüsseln. Und das haben wir mitgeborgen und viele von diesen Funden haben auch die Porzellanmarken KPM eingeprägt. Also im Grand Hotel wurde gut diniert, gut gegessen und das konnten wir sozusagen bergen als Zeugnis von dem Grand Hotel. Das Spannende ist ja, der Alexanderplatz hat sich immer wieder gewandelt. Wie zeigen sich vielleicht auch diese gesellschaftlichen Veränderungen in den archäologischen Grabungen und den Ergebnissen dieser? Für mich als Archäologe ist ja das Spannende, wirklich in die Jahrhunderte zurückzugehen. Wie haben die Menschen gelebt? Welche Einflüsse hatten sie? Krieg, Gesundheit, Krankheiten. Und am Alexanderplatz, das war für mich als Archäologe gut fassbar. Und wenn ich ein Stückchen in der Geschichte zurückgehe, als wir die Georgenkirche freigelegt haben, das Georgenhospital, die Seelsorge spielt hier eine große Rolle, auch wieder außerhalb der Stadt, das Hospital. Reisende, die hier reinkamen, die Kranken, Pestkranken wurden hier sozusagen die letzten Tage mehr oder weniger einquartiert, gepflegt, verstorben. Und dann wächst aber diese Stadt. Im 17. und 18. Jahrhundert ist ein Boom hier aus diesem Viehmarkt, der Handel, der hier vor Ort betrieben wurde, das reichte für diese Stadt nicht. Sie explodierte förmlich, die Bevölkerungszahlen nahmen zu. Sie expandierte immer weiter nach außen. Und sie konnten jetzt aber nicht alles mitnehmen. Die Fundamentreste sind da geblieben, die Gräber sind da geblieben. Wir haben uns am Alexanderplatz, wenn man so will, über 4 Meter Geschichte hochgearbeitet. Seinen endgültigen Namen bekam der Alexanderplatz 1805. Der russische Zar Alexander I. war ein wichtiger Verbündeter Preußens im Kampf gegen Napoleon. Ihm zu Ehren wurde der Platz umbenannt. 1827 endete der Viehhandel auf dem Alexanderplatz. 50 Jahre später begann der Bau der Stadtbahn. Das S-Bahn-Viadukt und der Bahnhof sind die ältesten erhaltenen Denkmale.
von vielen anderen wichtigen Gebäuden rund um den Platz, wie dem Polizeipräsidium oder der großen Zentralmarkthalle, ist heute nichts mehr zu sehen. Zumindest oberirdisch. Das ist für uns oder für mich als Archäologe so das Spannende. Wir haben hier die Entwicklung wirklich aus dem Spätmittelalter um 1300 bis zum Grand Hotel bis 1945 haben wir alle Abfolgen freischälen können. Und wenn man aber sonst so über diesen Alexanderplatz geht, wo jetzt ja Märkte sind, Rummel, Feste, alles ist planiert, versiegelt. Man glaubt es gar nicht, das ist aber wie ein offenes Buch, wenn man das sozusagen aufschlägt und ein bisschen tiefer geht. Was ist für Sie der Alexanderplatz für ein Ort? Immer Lärm, immer Leben, immer Bewegung. Und es ist aber auch was Unvollendetes. Also selbst wenn jetzt das Hochhaus hier hingesetzt wird, wer weiß, wie es in der Geschichte weitergeht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es in Berlin immer voller und der Alexanderplatz zum belebtesten Ort der Stadt. 1905 eröffnete das Warenhaus Tietz und stellte einen neuen Rekord auf. Mit seiner 250 Meter langen Front hatte es die damals längste Kaufhausfassade der Welt. Elektrische Straßenbahnen ratterten über den Alexanderplatz. 1913 wurde der U-Bahnhof eröffnet. Es gab Restaurants, Theater, Kabarets, aber auch soziales Elend und bittere Armut. Sowohl der berühmte Roman Berlin-Alexanderplatz als auch die Fernsehserie Babylon Berlin zeigen diese Welt der 20er Jahre, deren Dreh- und Angelpunkt der Alexanderplatz war. Ende der 20er Jahre wurde das Verkehrsproblem so groß, dass man beschloss, den Alexanderplatz komplett umzubauen. Anlass war der Bau zweier neuer U-Bahn-Linien. Für 6 Jahre wurde der Platz zu einer Dauerbaustelle. Denn Stadtbaurat Martin Wagner wollte, dass der Platz eine Verkehrsschleuse wird. Ein funktional vorbildlicher Weltstadtplatz mit einem Kreisverkehr, SU- und Straßenbahnen, mit Fußgängertunneln und Hochhäusern, die das Rondell einfassen. Tatsächlich gebaut wurden allerdings nur die beiden 8-geschossigen Hochhäuser von Peter Behrens, das Berolina und das Alexanderhaus. Die Weltwirtschaftskrise stoppte die ambitionierten städtebaulichen Pläne. Der Alexanderplatz blieb unvollendet. Dass diese beiden Häuser heute noch erhalten sind, verdanken sie nicht zuletzt ihrer besonderen Architektur. Sie wurden 1931 und 32 als erste Gebäude in Stahlbeton-Skelettbauweise auf dem Alexanderplatz errichtet. Charakteristisch ist die Fassade aus Muschelkalk mit ihren quadratischen Fenstern, die wieder in 4 Quadrate unterteilt sind und jeweils paarweise angeordnet sind. Die Häuser wirken heute noch modern, obwohl sie fast 100 Jahre alt sind. Im Zweiten Weltkrieg flüchteten viele Berliner und Berlinerinnen in die Tunnel des Alexanderplatzes. Sie waren eine der größten Luftschutzanlagen der Stadt. Nach Ende des Krieges waren weite Teile des Platzes zerstört. Die Georgenkirche wurde 1949 gesprengt, viele andere Ruinen abgerissen. Auch die beiden Behrenshäuser waren beschädigt, wurden aber bis 1952 wiederhergestellt. In der DDR war der Alexanderplatz erneut eine Großbaustelle. In den 60er Jahren begann die Neugestaltung des Platzes. Er sollte zum Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens, des Handels und der Gastronomie werden. Der Alexanderplatz wurde das Prestigeobjekt der DDR-Hauptstadt. Groß, imposant, autofrei. Man schaffte Freiflächen für Aufmärsche und breite Straßen drumherum. Auch ein großer Turm, der alle Kirchtürme überragte und das Stadtbild dominierte, gehörte zum damaligen Ideal einer sozialistischen Stadt. Wie das Herz der neuen Hauptstadt aussehen sollte, wurde zentral im Komplexvorhaben Alexanderplatz geplant. Kirsten Angermann hat sich intensiv mit der Architektur der DDR-Moderne beschäftigt und weiß, weshalb sie jetzt wieder in den Fokus rückt. Inwieweit ist der Alexanderplatz ein Beispiel für die sozialistische Stadtplanung?
Er ist, denke ich, das Beispiel für die Stadtplanung dieser Zeit, also Mitte der 60er Jahre. Und er ist natürlich der Hauptplatz in der Hauptstadt der DDR gewesen, also in Ost-Berlin, und musste auch als solcher in dieser ja doch nach der Teilung sehr peripheren Lage erstmal wieder eingerichtet werden. Lesen kann man diesen Städtebau fast nur aus der Vogelperspektive, im Plan, am Modell. Und da sehen wir dann hier am Alexanderplatz eben wirklich diese große Freifläche und in einer fast schon zweiten Reihe die umstehenden Bauten, das Haus der Statistik, das Haus des Reisens, der Elektroindustrie und dann auch des Berliner Verlags an der Westseite. Das ist sozusagen so eine zweite Schicht um den Platz, der im Zentrum den Fußgängern vorbehalten sein sollte. Das ist natürlich auch irgendwie ein Statement zu sagen, wir können es uns leisten im Sozialismus, die teuerste Fläche in der Stadt halten wir frei. Inwieweit ist die Stadtplanung damals auch politisch oder ein Abbild politischer Ideologien und Ideale? Die Stadtplanung war auf jeden Fall dazu gedacht, auch die politischen Ideale zu vermitteln. Und das sieht man vielleicht noch weniger im Städtebau hier am Platz als dann im Bildprogramm der Mosaike, die an einigen der Gebäude ja angebracht sind. Wir stehen direkt vorm Haus des Lehrers mit dem Wandfries von Walter Womacker. Zum einen benutzte man tatsächlich ganz explizit diese Kunstwerke, um deutlich zu machen, dass das hier Gebäude im Sozialismus sind, weil das kann man dann viel einfacher dem sozialistischen Realismus zugehörig lesen. Und zum anderen sollte natürlich noch viel stärker ausgedrückt werden, auch so eine Art Synthese aus Architektur und Kunst, also die Architektur, die zwar auch für sich selbst steht, aber nicht mehr dieses Ornamentale aufweist, und die Kunst, die quasi diesen Schwung dieser Aufbaujahre und Wiederaufbaujahre der DDR noch in sich trug, die das verstärken sollten und auch ja, diese letztendlich Utopie auch darstellen. Was einem ja auch auffällt, sind die wirklich diese internationalen Bezüge, die hier gemacht werden, angefangen von der Weltzeituhr. Inwieweit war der Alexanderplatz auch so ein Aushängeschild für die DDR? Ja, er war ein ganz wichtiges Aushängeschild und auch ein Zeichen dieser Völkerfreundschaft, die hier propagiert werden sollte. Also wenn man die Platzgestaltung betrachtete, die ursprüngliche, dann war der Brunnen der Völkerfreundschaft ja der Ausgangspunkt dieser Spirale, die sich sozusagen von Berlin aus weiterspinnen sollte. Und auch das Bildprogramm hier in dem Womacker-Fries zeigt auf der einen Seite zum Beispiel den Sport als ein Mittel der Völkerfreundschaft. Ein Kinderreigen oder auch Menschen unterschiedlichster Ethnien sind dargestellt. Das war eine sehr bedeutende Botschaft. Auch die Friedenstaube wird man immer wieder entdecken hier bei der baugebundenen Kunst. Und das war das, was man vermitteln wollte mit diesem Platz. Also ein friedfertiges Volk mit humanistischem, antifaschistischem Ansatz, so wie eben die Erzählung in der frühen DDR auch war. Nach der Wende sollte der Alexanderplatz erneut radikal verändert werden. Die Architekten Hans Kolloff und Helga Timmermann gewannen 1993 den städtebaulichen Wettbewerb zur Neugestaltung und planten 10 Hochhäuser. Dafür sollten viele DDR-Bauten abgerissen werden, darunter auch das Haus des Reisens, das Haus der Elektroindustrie und das heutige Park-Inn-Hotel. Ihr Plan wurde damals nicht umgesetzt. Es fanden sich keine Investoren. Inzwischen haben wir vom Landesdenkmalamt einige der 60er-Jahre-Gebäude am Alexanderplatz unter Schutz gestellt. Denn sie stehen exemplarisch für das Bauen zu dieser Zeit. Und insbesondere die Häuser mit den Werken von Walter Womacker und Willi Neubert sind wichtige Bestandteile des künstlerischen Gesamtkonzeptes des Alexanderplatzes. In den 90ern ändert sich ja der Blick auf die DDR-Schicht sehr stark. Zunächst weniger Wertschätzung, dann kommt aber wieder die Wertschätzung. Was passierte quasi, dass wir heutzutage wieder stolz auf diese Gebäude sind? Der zeitliche Abstand spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber auch sehr schmerzhafte Verlusterfahrungen. Also unweit von hier mit dem Abriss des Palasts der Republik ist, glaube ich, auch so ein Stück DDR-Architektur verloren gegangen, von dem man doch schnell merkte, das war nicht alles schlecht und man hätte gerne etwas davon erhalten. Oder auch das Ahornblatt auf der Fischerinsel. Das waren dann doch auch so identitätsstiftende Bauten, auch so Landmarken im Zentrum Ostberlins, die dann fehlten. Erhalten geblieben ist ein echter Publikumsmagnet. Die Weltzeituhr von 1969. Teil des neuen Konzeptes für den Alexanderplatz war es,
ein Treffpunkt im Stile der alten Urania-Säulen zu errichten. Am damals ausgeschriebenen Wettbewerb nahm auch der Designer Erich John teil, mit einem außergewöhnlichen Entwurf. Sie haben dann ja diesen Wettbewerb gewonnen für die Gestaltung und eine Weltzeituhr gestaltet. Inwieweit steht diese auch für die aktuelle Zeit damals? Sie stand von meiner Seite her für die aktuelle Zeit. Ich musste etwas machen, was die Weltoffenheit Berlins darstellt, meiner Meinung nach. Also eigentlich entgegen der Mauer, von innen her, von meinem Bewusstsein, aber nicht offiziell. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass man das wirklich akzeptiert. Also es waren sehr komplizierte politische Verhältnisse. Und in diese Verhältnisse, auch 68 hinein, zum Entwurf zu kommen, der nicht wie die Mauer alles einengt, sondern aufmacht. Ja? Und auch deutlich macht, dass die Zeit was Allgemeingültiges ist. Und ich wurde nachmittags von meinem Chef, Professor Wurmacker, angerufen, ich solle da doch mal hinkommen. Der Bauminister Juncker wollte die Uhr erklärt haben. Ja. Und dann bin ich dahin und habe das mal erklärt. Und dann am Ende sagte er, kennst du sowas auch bauen? Und das war also eigentlich unmöglich. Planwirtschaft, alles war verplant. Noch in dieser kurzen Zeit, das waren nämlich nur noch 9 Monate, da sollte der Ostteil des Alexanderplatzes übergeben werden. Und ich war ja so leichtsinnig, seit 35 Jahren, 36 Jahren zu unterschreiben, dass ich tatsächlich zu dem 20. Jahrestag die Uhr da auf dem Alex hinkriege. Das war eigentlich absoluter Leichtsinn. Es hätte auch ganz schief gehen können, ich hätte auch als Hochstapler im Gefängnis landen können. Damit die Realisierung der Weltzeituhr klappen konnte, musste der junge Erich John erfinderisch werden. Ich bin als Designer bei den optischen Werken in Rathenow sehr aktiv gewesen, schon 8 Jahre, und das sind sehr fähige Leute. Und ich habe das Modell nach der Ausstellung mitgenommen, auf den Tisch gestellt und die Frage dann an meine Ingenieurkollegen, können wir das in 9 Monaten bauen? Und alle waren der Meinung, das ist unmöglich, so unmöglich. Aber das drehte sich so schön und die fingen dann Feuer. Und was ist denn, wenn wir besondere Bedingungen bekommen? Das heißt, dass wir Feierabendbrigaden bilden, dass wir die Uhr nach Feierabend bauen. Unter den Bedingungen der DDR mit den zurückgebliebenen Technologien war ich auf das angewiesen, was geboten werden konnte. Zum Beispiel die Getriebetechnik. Da haben wir ein Trabantgetriebe in Rathenow auseinandergenommen und diese wieder zusammengesetzt, um auf die Geschwindigkeiten zu kommen. Über 100 Leute aus Rathenow haben mitgearbeitet und wir haben das tatsächlich in den 9 Monaten geschafft. Jetzt, heutzutage ist sie immer noch ein beliebter Treffpunkt. Sie ist ja in den 90er Jahren auch noch mal restauriert worden. Alle 10 Jahre muss die Uhr völlig überprüft werden und die Tafeln sind austauschbar. Die Welt verändert sich. Die Uhr kann sich mit der Veränderung der Welt auch verändern. Zu DDR-Zeiten musste vom Außenministerium alle Namen bestätigt werden. Ferner, das war der Parteisekretär, hat festgelegt, und was drauf durfte, Bonn natürlich nicht und Athen auch nicht. Weil damals eine Generalskunde dort die kommen da nicht drauf. Und als ich das hinter mir hatte, ja, Gott sei Dank. Es war die von meinem Leben, ich habe ja viele Dinge gemacht, auch komplizierte Dinge, aber wirklich die schwierigste und vor allem die leichtsinnigste und waghalsigste Unternehmung. Ja. Herr John, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Ja, sehr. Noch immer ist der Alexanderplatz nicht fertig. Dieses Mal sollen die Hochhausträume der Stadtplanerinnen und Stadtplaner Wirklichkeit werden. Es wird also schon wieder gebaut. Das Gesicht des Alex wird sich erneut verändern. Wer weiß, für wie lange. Eins bleibt. Der Alexanderplatz ist typisch Berlin. Ein Ort, an dem sich die Menschen begegnen, an dem es laut und lebendig zugeht. Falls Sie wieder einmal hier sind,
hoffen wir, dass Sie den Alexanderplatz und seine Denkmale nun mit anderen Augen sehen. Wir vom Landesdenkmalamt wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken. Und falls Sie Vorschläge für weitere Entdeckungen in unserer Stadt haben, schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Ideen.